Mahlzeit, die Schlawiner, Knochen wieder hier. Heute fahre ich den Lexington Carrier, wäre es wohl richtig. Rang 8 bei den Amerikanern. Bevor hier wieder einer sagt, wenn er es dann irgendwann gleich sieht, automatisch ausklinken hier, Torpedos und so, Assi. Ich kann es halt nicht anders. Ich habe oft geübt, aber ich habe so wie so viele, und das muss ich wirklich sagen, diese Woche hatte ich schon mehrmals gehabt, die Leute. Entweder klinken sie zu weit hinten aus, sodass sie sich so dermaßen verstreuen, die Torpedos, dass sie gar nicht ankommen bei mir oder ich noch ewig Zeit habe, da auszuweichen. Oder, das habe ich jetzt bestimmt in 3 Tagen mindestens einmal gehabt, die werden viel zu weit vorne ausgeklinkt, sodass sie gar nicht aktiviert werden. Die fliegen ja eigentlich in mein Schiff rein und dann klinken sie die aus und ich denke mir, oh, Torpedos, nein. Und dann, bumm, passiert überhaupt nichts. Weil 300 Meter vor meinem Schiff ausgeklinkt und das reicht einfach nicht. Was? Wie? Wir werden gewinnen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ziemlich. Mr. Positiv. So. Ja, und ich habe es geübt, aber ich mache es einfach im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und das heißt ja nicht, dass man damit nichts erreichen kann. Der Vorteil ist, solange die Flugzeuge nicht abgeschossen werden, kann man davon ausgehen, dass sie auf jeden Fall also in einer bestimmten vernünftigen Reichweite die Torpedos ausklinken. Hier habe ich so, ich habe das so geskillt, dass die Reichweite etwas verkürzt ist, dafür die Geschwindigkeit höher ist. Und hoffe, dass das funktioniert. Es muss natürlich nicht immer funktionieren. Wenn ich mit dem Flugzeugträger unterwegs bin, sehe ich mich auch eher so als Unterstützer. Ich bin nicht unbedingt darauf aus, hier alles Mögliche wegzuhämmern. Dafür sind meine Kollegen da. Ich bereite denen sozusagen die Schiffe vor, so versuche ich das zumindest. Und die machen es halt fertig. Da habe ich auch gar kein Problem mit hier in dem Fall. Denn anders als sie kann ich ja meine Flugzeuge auch nicht so oft rausschicken. Das heißt, wenn sie zurückkommen, sind sie ja relativ lange unter auch dann erstmal in Erwartung. So, ich greife jetzt den ersten schon mal an hier. Okay, der erste war nur Ausfälle, es war nur Erschütterung. So wie hier jetzt. Und man sieht, so wie ausgeklinkt wurden, der hat noch relativ viel Zeit auszugehen. Aber ich glaube, einer geht auf jeden Fall noch rein. Leider kein Wassereinbruch. Aber gut, beim Kreuzer macht so ein Torpedotreffer doch schon einiges aus. Und jetzt wird es erstmal ein Weilchen dauern, jetzt würden sie zurückkommen und werden gewartet. Wenn sie es ergibt, versuche ich eigentlich auch meinen Flugzeugen entgegenzufahren, sodass sie nicht so einen weiten Weg haben. Schneller, wie gesagt, wieder an Deck sind und ich dann dementsprechend auch sie schneller wieder ausschicken kann. Noch sind mir hier aber zu viele, es ist ja noch kein Schiff zerstört worden. Was natürlich auch einen Vorteil hat, weil das heißt, es ist kein eigenes Schiff bisher untergegangen. Bin mal gespannt, wer das erste Blut macht. Ich würde sagen, eins von unseren Schiffen. So, die Miyoko. Wird irgendwie langsamer. Und ja, die ist schon fast weg. Wie gesagt, ich glaube, wir machen das erste Blut. Ich habe jetzt noch keine gegnerischen Abfangjäger gefunden. Ich muss mal ein bisschen drehen. Ich habe schon öfters mal welche angeschrieben, oder ja, also im Chat mich angeschrieben und meinten zu mir, ich soll in deren Nähe bleiben. Aber ich verstehe nicht, wieso. Wieso sagen sie mir das? Die wissen doch ganz genau, dass ich damit aufgedeckt werde. Je näher ich bei denen dran bin. Ich hab's auch schon gehabt, ich bin dann tatsächlich mit dem mitgefahren und ein Schlachtschiff schießt rüber. Ich bin irgendwie, weiß ich nicht, einen Kilometer neben so einem anderen gefahren. Und der hat genau daneben geschossen, sodass er mich getroffen hat, aber auch den anderen Kollegen. Zwar nur mit einem Treffer, aber getroffen ist getroffen, ne? So, mein Ziel aussuchen hier.
Chapayev. Ich weiß nicht, warum die schon wieder an den ganzen russischen Namen rumgefummelt haben. Und jetzt Gnevny mit Y am Ende schreiben. Chapayev jetzt ohne J. Mit einem A dazwischen. Also ich meine, die wissen ja vorher, wie die Schiffe heißen, oder? Vielleicht erstmal auf die Bismarck. Und die haben einen gegnerischen Flugzeugträger, der aktiv ist. Das scheint mir irgendwie nicht so. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Mache ich. Ja, hier oben wäre es jetzt auch gut. Aber egal. Ja, meine Flugzeuge sind schon da. Also ich klinge schon noch manuell aus, das mache ich aber nur noch, wenn. Oh, das sieht gut aus. Ja, der hat auch einen abbekommen. Ich mache das nur noch, wenn meine Flugzeuge zu lange brauchen, bis sie abladen. Dann mache ich das von mir aus. 4 Treffer und 3 Wassereinbrüche. Das wird ihn jetzt nicht unbedingt vernichten, aber er hat halt ordentlich Schaden erlitten. So, wie gesagt, wir haben das erste Blut gemacht. Oh Gott. Sieht er nicht, dass meine Flugzeuge gerade zurückkommen? Das hatte ich letztens auch gehabt. Da meinte einer, ich soll spotten. Dabei habe ich geschrieben, meine Flugzeuge greifen gerade an. Dann schreibt er irgendwie wieder Spot, 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 Spot. Und ja, solche Vögel ignoriere ich einfach. Da interessiert mich überhaupt nicht, was sie schreiben, weil das ist mir einfach zu doof. Es gibt ja eine Minikarte da. Die ist ja nicht ohne Grund da. Nämlich um darauf zu gucken. Und dann sieht er auch, wo meine Flugzeuge gerade sind. Naja. Immer noch rauszufinden, wo der gegnerische Flugzeugträger ist. Ich sehe gar nichts. Also, ich habe auch noch nicht gesehen, dass er irgendwas gemacht hat bisher. Also, ich gehe davon aus, der eine ist gleich weg. Eher Licia. Der braucht eigentlich nur einen Treffer abbekommen, genau, und dann ist er weg. Ja, ich sehe, dass da einer ganz außen ist. Im Prinzip verrät er uns schon, wo sein ganzes Team ist. Wahrscheinlich, weil er sauer ist. Aber man hat schon mitbekommen, wo die sich aufhalten, überwiegend. Von daher. Ich meine, es sieht noch gut aus. Es hat einen Vor- und Nachteil, wenn die so dicht fahren. Der Vorteil ist, dass man natürlich auch noch ein anderes Schiff treffen kann mit Torpedos. Der Nachteil ist natürlich, dass erhöhtes Flakfeuer ist und dementsprechend werden wir nicht unbedingt. Was? Alle treffen können. Alter, wie schnell ist der denn? So, jetzt raus. Der macht mir den vorher weg, oder? Nee, doch, der nimmt doch noch einen mit. So, habe ich auch mal einen Kill. Ich meine, das ist ja das, was ich meine. Die anderen haben vorbereitet und konnten vielleicht gerade nicht schießen, aber da ich ja Flugzeuge habe und über die Gebirge und Inseln hinwegfliegen kann, konnte ich jetzt was machen. Einer ist wieder weg.
Also wir haben nur einen Vorsprung. Das reicht erstmal nicht. Ich weiß nicht, wo der so ein Flugzeugträger ist. Das irritiert mich. Aber wie gesagt, ich sehe auch nicht, dass er irgendwas macht. Der muss ja AFK sein. Und wieder einen zerfetzt. Ja, ist doch ganz gut hier. Und wieder einen weg. Also es läuft. Kann man nicht meckern. Und ich gehe wirklich stark davon aus, dass der Flugzeugträger AFK irgendwo rumgammelt. Ich habe kein einziges Flugzeug gesehen von denen. Aber das werden wir ja am Ende bei den Ergebnissen dann mitbekommen. Richard. Das ist, glaube ich, ein polnischer Bruder mit der Schreibweise. Jetzt steht der oder was? Jetzt fährt er rückwärts. Irgendwie weiß er nicht genau, was er machen will, oder? Ich bin natürlich ziemlich weit entfernt jetzt von denen. Das heißt, sie brauchen eine ganze Weile, bis sie da sind. Ist nicht unbedingt immer das Cleverste, so weit unten zu sein, aber es hilft dann doch, um am Leben zu bleiben. Blöd ist natürlich, wenn sich schon Zerstörer auf den Weg gemacht haben. Die sieht man natürlich so schnell nicht. Und ich habe das auch gehabt, ob plötzlich kommen Torpedos aus dem Nichts oder einer fängt dann plötzlich an zu schießen die ganze Zeit, der mir nicht aufgefallen ist, weil ich ihn nicht gesehen hatte. So, wir machen hier wirklich gut was weg. Da ist er. Der ist AFK. Ich hätte nicht gedacht, dass er wirklich AFK ist. Er steht einfach nur dämlich rum. Aber ich hätte natürlich jetzt noch umschwenken können. Aber sollen die den ruhig wegmachen? Ist er okay. Und raus hier. Ja, ich würde sagen, wie viel abkommen würde. Ich schätze mal 2. Ja, am Ende ist es doch nur einer. Er hat gut was abbekommen. Ich weiß auch nicht, was er da jetzt gemacht hat. Was hat er da versucht zu machen? Du bist immer da noch ein Feuer drauf gehabt. Es gibt auch manche, die sind nicht ganz so gut oder die achten nicht drauf. Also mir ist schon mal aufgefallen, ich greife dann hintereinander an, die kriegen einen Brand drauf, löschen sofort und danach können sie nicht mehr reparieren. Und so habe ich auch schon welche gekillt. Was entdeckt? Was fliegt denn da? Ja, die bearbeiten den schon richtig. Und ich gehe stark davon aus, dass hier irgendwo ein Zerstörer ist, weil ich entdeckt wurde, aber der kein Flugzeug ausgeschickt hat. Verdammt, der Zerstörer ist hier irgendwo. Der hat schon richtig auf die Zwiebel bekommen. Muss ich immer. Ich gucke jetzt nebenbei auch immer auf die Minimap, weil hier ist der Zerstörer, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich werde trotzdem mein Zeug erstmal nach oben schicken. Vielleicht kann ich den auch noch wegmachen. Schon wieder entdeckt. Der ist hier, wo ist der? Torpedos
Was? Ich wusste es. Ich habe sowas von gerochen. Okay, jetzt habe ich ungefähr 30 Sekunden Zeit. Okay, den hier zu killen ist nicht sonderlich schwer. Da. Die Sau. So, ich schicke jetzt den Rest runter hier. Oh mein Gott. Oh, eine Fubuki. Und der hat auf jeden Fall schon was abgeschickt. Ich rieche das förmlich, dass er was abgeschickt hat. Scheiße, ich wusste es. Ich wusste es. Oh, fuck you. Fuck you. Wow. Was? Navy geil. Das war ja so scheiß knapp. 2 Sekunden später wäre ich weg gewesen. Und hätte ich den nicht kaputt gemacht, hätte der überlebt, aber ich nicht. So habe ich noch überlebt und ich zähle also nicht gekillt. Fast 100.000 Schaden gemacht, das ist erstmal in Ordnung. Tatsächlich, der Flugzeugträger, null Punkte. Warum gehen Leute rein oder melden sich an und machen dann nichts? Ich hab's auch schon gehabt, dass meine Verbindung unterbrochen wurde oder so, aber dann melde ich mich wieder an und kann ins Gefecht rein. So, viel haben wir nicht verloren. Das war ein richtig gutes Match. Und 3 Kills ist ja auch nicht schlecht. Ey, ich sag mal, danke fürs Zuschauen, hinterlasst ein Abo. Würde mir helfen und euch tut's nicht weh. Wenn ihr nicht wollt, dann wollt ihr halt nicht, ne? Viel Spaß noch beim Zocken, viel Erfolg noch und wir sehen uns dann demnächst. Bis denn dann, ciao, ciao.